Hallo, grüße euch, Paraguay Live. Ich bin der Pit und heute, wie fast immer, beim schönen sonnigen Wetter. Heute sprechen wir über Autokauf in Paraguay. Viele von euch fragen einfach, Pit, also wenn man nach Paraguay kommt und ich möchte ein Auto kaufen. Logisch, jeder von euch möchte ein Auto kaufen. Daher, heute sprechen wir über Autokauf in Paraguay. Also, wie man Auto kauft in Paraguay. Bleibt dran, falls ihr Interesse habt. Okay? Also, zwei Punkte sind wichtig. Erstmal Neuwagenkauf und die zweite Sache ist natürlich Gebrauchtwagenkauf. Also, bei Neuwagen gibt es kaum Probleme oder gar keine Probleme. Es gibt natürlich sehr viele Autohäuser, vor allem in dem Großraum Asunción, also um die Hauptstadt herum. Auch in den größeren Städten gibt es keine Probleme. Neuwagen, man geht einfach hin, redet mit dem Verkäufer natürlich, spricht über die Preise und dann geht man zum Notar, ja, zum Notar, unterschreibt alles, bezahlt den Preis und die Sache ist ja erledigt und im Laufe der Wochen bekommt man halt die Kennzeichen. Ja? Die andere Sache, also die zweite Sache, ist Gebrauchtwagenkauf. Also bei Gebrauchtwagen sieht es die Sache etwas anders aus. Das heißt also, alles macht auch die Notarin, beziehungsweise der Notar, wie auch immer. Also wie gesagt, kauft keine Gebrauchtwagen ohne Notar. Ja? Es gibt natürlich sämtliche es gibt natürlich Webplattforms, Seiten und Zeitungen, wo man natürlich die Autos, also jeder bietet ja Autos an, auch wenn ihr in Asunción kommt, fast alle 500 Meter zum Beispiel auf Mariska Lopez gibt es natürlich Angebote von Gebrauchtwagen. Grundsätzlich ist eins zu sagen, die Gebrauchtwagen sind teuer, also relativ teuer. Warum? Ich denke, in Paraguay gibt es also kein TÜV. Ja? Und die Menschen im Prinzip fahren die Wagen, fahren. Also in Deutschland hieß es, glaube ich, bis uns der TÜV scheidet. Und hier im Prinzip, der TÜV scheidet uns ja nicht. Nein, wir scheiden ja aus. Ja? Also entweder der Wagen oder ihr als Käufer. Spaß beiseite. Also es ist wichtig. Zum Beispiel zuletzt habe ich auch gesehen, Toyota Prado, was weiß ich, so ein Vierantrieb, 2000, also 18 Jahre alt und kostet immer noch 15.000, 16.000 Dollar. Also die Autos sind teuer. Daher sollte man sich vielleicht überlegen, ob man vielleicht nicht direkt Neuwagen, aber vielleicht Jahreswagen kauft oder sowas ähnliches. Ich will da nicht viel sagen, aber es gibt, also die Notare in Deutschland sind nicht die Notare in Paraguay. Deshalb am besten, wie gesagt, ein bisschen aufpassen. Ja, ist zwar etwas besser geworden, aber etwas sicherer geworden, der Kauf, als es früher war, noch vor ein paar Jahren, wo es also wirklich viele Sachen ganz schief gelaufen ist. Aber wie gesagt, heutzutage ist es halb so schlimm. Aber wie gesagt, trotzdem sollte man auf die notwendigen Dokumente achten. Also, man verabredet sich mit dem Verkäufer, Autoplatz oder wo auch immer, guckt sich natürlich das Auto, macht eine Fahrprobe, geht zu dem hin und was wichtig ist, mit dem Preis kann man immer etwas handeln, das ist logisch. Und die zweite Sache, was also anders ist als in Deutschland oder grundsätzlich in Europa, soweit ich weiß, die Kennzeichen, ja, von dem Auto bleiben dran. Ja, das ist wichtig. Also, das erspart euch Haufen Arbeit. Also ich kenne noch von Deutschland aus, abmachen, ja, selber wegbringen, ja, neue anbringen und. Also das war Arbeit, plus natürlich Gebühren. Hier macht die ganze Arbeit der Notar, das heißt also die Kennzeichen, die alten Kennzeichen, die bleiben einfach dran am Wagen. Viel einfacher und natürlich kostet auch nicht so viel. Also wie gesagt, im Prinzip ganz einfache Sache. Das Auto richtig anschauen, Probefahrten machen,
dann zum Notar gehen, ja, einen Vertrag unterschreiben natürlich und den Wagen logischerweise bezahlen. Beziehungsweise man bezahlt meistens direkt beim Notar. Und im Prinzip, wenn Sie unterschrieben haben oder wenn ihr unterschrieben habt, gilt das praktisch als Quittung. Man bekommt noch zusätzliche Quittung, also das ist überhaupt kein Problem. Man sollte auch über die Garantie sprechen. Also wie gesagt, etwas anders. Die Gebrauchtwagen kauft man oder kauft man nicht beim Notar, sondern über den Notar, logischerweise. Also ist wichtig, lasst euch nicht veräppeln. Wichtige Sache. Okay, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen. Wenn nicht, natürlich, falls ihr irgendwelche Fragen habt, natürlich unten in den Kommentaren, wie immer, okay? Also, wie gesagt, voll in der Sonne. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen, weil, wie gesagt, es gibt sehr, sehr viele Fragen, viele Anrufe, viele Anfragen eurerseits über E-Mail. Aber nutzt bitte auch unten die Kommentare. Es kommen sehr, sehr viele Anfragen und wir sind praktisch kaum in der Lage, jedem, persönlich eine Antwort zu geben, okay? Also bitte, die Fragen werden wir summieren, also zusammenbringen, sage ich mal in Anführungszeichen. Und die besten, die interessantesten Fragen werden wir natürlich per Video euch beantworten. Also, falls ihr Fragen habt, einfach unten mitteilen. Ja, ihr braucht nicht den Namen oder Nachnamen dazu zu geben, gar kein Problem. Es geht einfach um den anderen Interessanten zu helfen. Also, teilt das Video auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram, bitte nicht vergessen. Hier links immer Kontaktdaten werde ich euch verlinken und wie gesagt, aber besser, wie gesagt, einfach unten in den Kommentaren, okay? Also mach's gut, die Likes, nach oben die Daumen, wie immer, und teilt das Video und falls ihr Fragen habt, einfach mehr Offenheit, einfach unten aufschreiben, Fragen, die ihr habt. Ich werde nach Möglichkeit natürlich eure Fragen gerne mit der Zeit beantworten. Okay, mach's gut und aus dem schönen, sonnigen Paraguay. Ciao, ciao.